habe demontiert auf dieser Hänge ein paar Wagen aus Spanien. Volkswagen, das wurde offenbar schon mal aufgemacht. Die ist nicht neu. Das ist ein Alarmsignal. Schattenspiele. Ja, bitte. Ja, ist das Versteck. Das ist wirklich sehr schlecht gemacht. Kennst du ja mal? Enormes Pulver. Wie sich herausstellt, handelt es sich um MDMA. Und das ist noch nicht mal alles. Auch da sind Verunreinigungen und eine kleine Beule. Auch diese Waage ist nicht neu. Und sie reagieren auch nicht auf Belastung. Nehmen wir bitte. Noch drei Beutel. Vorsichtig holt Officer Hayden das MDMA aus den beiden Wagen und wiegt seinen Fund. 1976 Gramm. Knapp 2 Kilo MDMA. Besser bekannt als Ecstasy. Ein toller Fang. Jede Menge dieser gefährlichen Substanz kommt nicht in Umlauf. Neuseeland, ein Land inmitten des Ozeans, mit beeindruckenden Landschaften und gewaltigen Garten. Obwohl es so entlegen ist, wohnen hier dieselben Gefahren wie an anderen Orten. Drogen, illegale Einwanderer, Ungeziefer sowie Seuchen. Die Männer und Frauen von Zoll, der Einwanderungsbehörde und dem Ministerium für Gummiindustrie kämpfen Tag für Tag dagegen an. Sie sind die Border Patrol New Zealand. Schauspielerin spricht bei den Behörden vor. Wollen Sie auf eine Party? Weiß nicht. Sie kennen ja niemanden, aber trotzdem sind Sie für eine Party gerüstet. Und ein Drogenversteck der anderen Art. In der Truhe steckt ein Nanopäckchen. Im Hafen von Taringa haben Polizei und Zollverhandlung einen der wichtigsten Drogenfunde Neuseelands gemacht. Ein großes Containerfrachtschiff wird von oben bis unten durchsucht. Zuvor wurde ein riesiges Drogenversteck in einem inzwischen leeren Seekasten über der Schiffsschraube entdeckt. Auf dem ganzen Schiff könnten noch Betäubungsmittel versteckt sein. Darum habe ich ein Team damit beauftragt, die Unterkünfte zu durchsuchen und ein anderes Team sucht unter Wasser. Die Maersk Antares hat am Vorabend